Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung Pitch Your Thesis des Uniport Karriereservice der Universität Wien. Mein Name ist Alexander Nagel. Ich werde Sie durch die heutige Online-Veranstaltung begleiten und kann Ihnen jetzt schon verraten, es wird spannend. Zuletzt möchte ich Ihnen auch den Dekan der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät vorstellen und ihn um seine Eröffnungsworte bitten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, heute diese Veranstaltung spezifisch für Absolventinnen und Absolventen der Kunstgeschichte machen können. Ich denke, dass der Berufseinstieg und gerade für Absolventinnen und Absolventen der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und oft etwas schwierigerer oder jedenfalls etwas weniger übersichtlicher Weg sind, als das vielleicht in anderen Berufsfeldern der Fall ist. Und freue mich jedenfalls auf die Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dekan. Ja, was erwartet uns jetzt ganz konkret? Wir haben 5 Masterstudierende der Kunstgeschichte, 3 Damen und 2 Herren, die uns ihre Masterarbeiten in Form eines sogenannten Pitches präsentieren werden. Nach dieser Pitch- und Feedback-Runde möchte ich ganz bewusst in eine Diskussionsrunde gehen zum Thema Berufseinstieg von Jungakademikerinnen und Jungakademikern, speziell natürlich im Bereich der Kunstgeschichte. Welche prominenten Arbeitgeber sind dabei? Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, Herrn Professor Dr. Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der Albertina. Danke an den Dr. Heinz Schödel, Verwaltungsdirektor des Bundesdenkmalamts. Und zuletzt danke an den Herrn Dr. Dr. Christoph Thun-Hohenstein, er ist Generaldirektor des MAK. Des Museums für angewandte Kunst. Das ist unsere Arbeitgeberrunde. Der Pitch, der kommt von der Tessa Evert. Wir sind heute alle bei diesem Pitch, um unsere Thesen vorzustellen, um mit unseren Ideen und Arbeitsweisen zu überzeugen. Ganz grob gesagt, wir vermarkten uns hier gerade selbst. Und passend dazu, Marketing in der Kunst ist auch das Thema meiner Masterarbeit. Ich habe mir ganz genau angeschaut, wie die italienischen Futuristen vor dem Ersten Weltkrieg ihre Selbstvermarktung betrieben haben. Der Futurismus war eine Künstlerbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, die es geschafft hat, in wirklich kurzer Zeit sich als eine Avantgarde-Gruppe zu etablieren und international bekannt zu werden. Und für mich hat sich da sofort die Frage gestellt, wie haben sie das gemacht? Wir sind ja heute ständig umgeben von Werbung. Auf Social Media vermarktet sowieso jeder sich selbst. Und deshalb ist für mich das Thema einer Kunst als Marke einer historischen Avantgarde eigentlich sehr aktuell, weil es eben darum geht zu erforschen, wie diese Künstlergruppe die Medien ihrer Zeit genutzt hat, um ein Image so erfolgreich zu verbreiten. Obwohl ich sage, das Thema ist sehr aktuell oder hat eine aktuelle Ebene. Auf die Ergebnisse bin ich dann doch traditionell gekommen. Durch Datenbanken und Quellenmaterial. Also das waren Zeitschriften, Kataloge, Interviews, Flugblätter. Was hat sich dabei gezeigt? Wie wir es heute aus der Werbung kennen, hat der Futurismus sein Publikum überflutet mit Inhalten. Über 30 Manifeste innerhalb von 4 Jahren, eine eigene Zeitschrift, Beiträge in anderen, Auftritte und über 20 Ausstellungen in den Jahren zwischen 1912 und 14. Dabei ist auf das Branding nicht verzichtet worden. Futurismus prangt als Titel auf jeder noch so kleinen Publikation und Ankündigung. Und mit Erfolg. Es ist wirklich schnell ein Begriff geworden, sogar so sehr, dass falsche Futuristen schon bald die Künstlerveranstaltung nachgeahmt haben. Genauso wichtig wie ein Markenname war das Consistent Messaging. Also in allen Medien wurden wirklich gezielt dieselben Inhalte wiedergegeben. Die Einheit der Gruppe, die militante Sprache, die unbedingte Neuheit der Kunst und damit eine Abgrenzung zum Rest der Kunstwelt. Das wird konsequent wiederholt. Wie wir alle wissen, die beste Publicity muss nicht unbedingt positiv sein. Der Futurismus wurde auch so schnell bekannt durch negative Schlagzeilen. Und das oft ganz gezielt. Ein echter Futurist, um den Gründer Marinetti zu zitieren, muss mindestens 20 Mal am Tag unhöflich sein. Und ganz nach diesem Konzept endeten die futuristischen Veranstaltungen oft in Saalschlachten und am nächsten Tag in den Schlagzeilen. Und auch diese schlechte Presse wurde Teil der futuristischen Werbemasche, in einem Spin, wie man sie heute vielleicht eher von Donald Trumps Presseteam erwarten würde. Fiel die Kritik negativ aus, waren die Kritiker hoffnungslos traditionell, eine Elite aus Adel, Katholizität, Bürgerlichkeit. Das waren nur Beweise für das völlig Neue und Revolutionäre am Futurismus. Waren die Stimmen aber positiv, wurden sie dutzendweise als Triumph der Futuristen abgedruckt. Also, ob gut oder schlecht, die futuristische Selbstdarstellung hat gekonnt von jeder Reaktion profitiert. Wie man in diesen Beispielen sehen kann, war der Futurismus wirklich eine der ersten Kunstbewegungen, die ganz gezielt die Massenmedien eines modernen Werbesystems benutzt haben, um sich zu vermarkten, um sich als Künstlergruppe zu etablieren und kurz eine Kunst als Marke zu schaffen. Die Futuristen werden auf jeden Fall Meister im Pitching gewesen, aber anders als die Futuristen verspreche ich, bei Feedback und Fragen zu meiner Arbeit nicht unhöflich zu werden. Herr Professor Schröder, wenn Sie so nett wären, vielleicht Sie beginnen mit dem Feedback zu diesem ersten Pitch. Also zum einen möchte ich wirklich sagen und gratulieren, dass das ganz ausgezeichnet vorgetragen war, sehr systematisch und auch gelungen ist, die Relevanz dieses Themas darzulegen.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Darlegung, dass erst die Marketingstrategie einer Gruppe letzten Endes zum Durchsetzen einer Marke beigetragen hat. Ich würde sogar fast die These wagen, dass die Leistungen der einzelnen Künstler ohne diese Markenunterstützung nicht annähernd so gut gelungen wäre. Das ist hervorragend daraus hervorgegangen. Was mich noch interessiert hätte, weil dieser Futurismus hier eine der ersten Erscheinungen ist, die Markenpflege als Gruppenbildung verbindet, wie weit diese letzten Endes nur eine der vielen Avantgarden ein, die sich diese Strategien aneignen. Wie weit diese Parallelen in der Arbeit zur Sprache kommen, das habe ich jetzt hier nicht gehört, gehe aber davon aus, dass bei dem exzellenten Vortrag, den ich hier vernommen habe, dass in der Arbeit sehr wohl durch entsprechendes Benchmarken gleichsam in der Epoche selbst ausgebreitet worden ist. Gratuliere herzlich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Erstmal vielen Dank für das freundliche Feedback. Also natürlich der Vergleich zu den anderen Avantgarde-Bewegungen wird dann im Text auch beschrieben. Es ist natürlich auch ein Limit in der Masterarbeit in dem Ausmaß, aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und überhaupt natürlich diese Selbstdarstellung, diese inszenierte Selbstdarstellung ist aber auch der Ausgangspunkt für diese Marke. Und dann halt wirklich eben diese Systematik des Futurismus, die wirklich Werbepraktiken mit Plakatierungen und eben Zeitschriftsbewerbungen, also wirklich Werbung betrieben wird, das hat schon eine besondere Systematik im Futurismus. Aber die, wie das abgeglichen wird mit dieser künstlerischen Selbstinszenierung der anderen Avantgarden und Gruppen, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ich darf mich da auch den Gratulationen anschließen. Ich glaube, das war sehr gut vorgedacht. Es hat auch das Stichwort Aktualität genannt. Da möchte ich einhaken. Mir geht es eigentlich darum, wenn man kunstgeschichtlich eine bestimmte frühere Phase, auch Gruppen eben betrachtet, was können wir davon für heute lernen? Ich glaube, gerade wenn wir von einer Gruppe reden, die in einer der letzten westlichen Moderne aktiv war, und wir heute wieder in einer neuen Moderne leben, ich nenne sie ja digitale Moderne, dann ist natürlich besonders interessant zu sehen, was ist so auch ein bisschen vergleichbar, welche Ausbildungen, welche Entwicklungen sind aus heutiger Sicht sehr problematisch. Aber meine Message ist, die Frage auch, ist das ein Thema, wird ein bisschen sozusagen auch die Lehren, die man daraus ziehen kann, wird das auch mit behandelt in der Arbeit? Und wenn nicht, fände es ich als Repräsentant eines Arbeitgebers hier auch ganz besonders Interessantes zu tun. Vielleicht noch abschließend, wenn wir zum Beispiel die MAC-Ausstellungen, bei den großen Ausstellungen zur Wiener Moderne, beschäftigen wir uns immer mit der Frage auch, was bedeutet das für heute, was kann man lernen für heute? Es ist ja bereits sehr viel gesagt worden. Tatsächlich war die Präsentation ziemlich überzeugend. Es ist sozusagen rausgekommen, welche Geschichte man mit dieser Arbeit erzählen möchte. Und das ist auch für uns als Behörde oder als Arbeitgeber immer wichtiger, dass wir mit den massiven Eigentumseingriffen, die ja im Denkmalschutzgesetz vorgesehen sind, den Eigentümern, den Beteiligten einfach in der Lage sind, eine Geschichte zu erzählen, warum wir dieses Objekt ausgesucht haben, warum wir überzeugt sind, dass dieses Objekt besonderen Schutz bedarf. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns müssen einfach glaubhaft Themen, Thesen vertreten können. Und das auch in einem schwierigen Umfeld. Jemand, der präsentiert, wie die Kollegin das eben gerade getan hat, ist sicher interessant auch für uns. Guten Tag. Nach welchem Wissen beurteilen wir eigentlich denkmalgeschützte Gebäude? Diese Frage stand zu Beginn meiner Masterarbeit. Dem Seelsorgezentrum Steyr-Enzleiter in seinem jetzigen Erscheinungsbild geht nämlich ein weitgehend unbehandelter, 10-jähriger Entwurfsprozess voran. Das ist noch kein Berliner Flughafen, aber lange genug. Und das zeigt sich auch in den zahlreichen Dokumenten, Plänen und Skizzen, die aus diesen 10 Jahren erhalten geblieben sind. Sie sind heute verteilt auf zumindest 4 Archive und wurden bisher nicht systematisch bearbeitet. Ihre Analyse bildet den Kern meiner Masterarbeit. Die Forschung hat sich bisher vor allem auf die Einordnung des Seelsorgezentrums in nationale und internationale Entwicklungsstränge fokussiert. Die einzelnen Schritte in der Entstehung der Anlage fanden hingegen kaum Beachtung. Einzig ein Artikel von Friedrich Achleitner aus dem Jahre 1971 wirft einen genaueren Blick darauf. Auf dessen Basis operiert man heute noch mit der Idee von 3 Entwurfsphasen, in denen das Seelsorgezentrum entstanden sein soll. Hier am Zeitstrahl rot markiert. In der ersten Phase erkennt Achleitner einen unreifen Erstentwurf. In der zweiten Phase sieht er das künstlerische Ideal verwirklicht. Und die dritte Phase, das heutige Erscheinungsbild, ist hingegen nur mehr ein bedauerlicher Kompromiss in seinen Augen. Das geschulte Kunsthistoriker-Auge
erkenne in dieser Deutung sofort ein klassisches Verfallsmodell. Diese Interpretation ist jedoch eine äußerst verkürzte Darstellung. Tatsächlich lassen sich in den Quellen 6 eigenständige Entwurfsphasen und 3 Einreichpläne ermitteln, ehe der Spatenstich für die Kirche erfolgte. Hier grün markiert im Kontrast zu den vorigen rot markierten. Die vollständige Entstehungsgeschichte erlaubt uns also eine viel präzisere Interpretation des Seelsorgezentrums. Aus meiner Arbeit ergeben sich nicht nur viele neue Fragen für die Forschung, sondern auch zusätzliche Beurteilungsmöglichkeiten für Fragen praktischer Natur. Das trifft sich gut, denn 2020, zum 50. Jubiläum der Kirchenweihe, steht ein Umbau der denkmalgeschützten Anlage im Raum, die für viele ein Hauptwerk der österreichischen Nachkriegsavantgarde ist. Das wird früher oder später eine Entscheidung des Bundesdenkmalamtes verlangen. Zum Glück stehen nun Quellen und Interpretation unterstützend bereit. Herr Dr. Schödel, ich freue mich auf Ihren Anruf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, auch namentlich erwähnt worden zu sein. Tatsächlich ist sozusagen eine Vorstellung eines Gebäudes oder eine Präsentation, die sich um so ein einzelnes Objekt kümmert, irgendwie das Daily Business im Bundesdenkmalamt. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die entweder Objekte unter Schutz stellen oder Veränderungen betreuen, haben sozusagen genau in dieser Auseinandersetzung zu bestehen. Was mir in der Präsentation, die ich auch sehr, sehr gut, rhetorisch sehr, sehr gut fand. Was mir ein wenig zu kurz gekommen ist, war die Frage, warum man sich für dieses Objekt sozusagen in seinem Kontext interessiert, warum genau dieses Objekt sozusagen Thema einer Masterarbeit geworden ist. Also mir hat ein wenig die Kontextualisierung gefehlt. An sich ist natürlich, sind wir als Bundesdenkmalamt immer dankbar, wenn es aus dem wissenschaftlichen Bereich so eine Vorleistung gibt, weil uns dann relativ viel Arbeit sozusagen auch erspart bleibt. Ja. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich der Kollege oder die Kollegin, die das Thema dann zu betreuen hat, von unserer Seite beim Herrn Pichler melden wird. Ja, sehr gerne. Zunächst vielen Dank für das Feedback. Das ist relativ leicht erklärt. Einerseits natürlich die Brisanz. Ich glaube, es ist eine Kombination aus Brisanz, die das Gebäude hat in seinem Stellenwert. Das ist ein Werk von Johann Georg Steu und der Arbeitsgruppe 4, die hier an diesem Werk ein Konstruktionsprinzip anwenden, das auf Konrad Wachsmann zurückgeht, einer der großen Theoretiker in dem Bereich, der auch prägend war für wesentlich viele zentrale österreichische Architekten. Und es gibt, glaube ich, vergleichsweise wenige oder kaum Gebäude, in der das in dieser Prägnanz auch angewendet wird, sichtbar wird, aus dem Gebäude zutage tritt. Und allein daher ist schon mal eine Relevanz vorhanden. Und natürlich dazu kommt die Brisanz durch diese potenzielle Umgestaltung. Und die zwei Punkte, gerade als Kunsthistoriker, ist es mir auch ein Anliegen, hier zu wirken bei einer Sicherung, mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive natürlich. Aber gerade bei dem Dokument existieren noch wahnsinnig viele Quellen. Das heißt, man kann auch einen sehr konkreten Wissensstand rekonstruieren und erarbeiten. Durch diese Forschungsarbeit passiert ja auch schon ein Fixieren dieser Information, die mir einfach auch persönlich ein Anliegen war. Und ich glaube, diese drei Kategorien waren dann für mich der entscheidende und ausschlaggebende Grund, mich dafür zu entscheiden. Ja, ich gebe ehrlich zu, dass ich in diesem Fall versucht bin, eine Formulierung zu wählen, die hoffentlich jetzt nicht entmutigend ist, aber die ich auch vielen Mitarbeitern am Anfang mitgebe. Es gibt nur einen ersten Satz, so wie es nur einen ersten Aufschlag gibt und first things eben first gesagt werden sollten. Und ich glaube, dass die nicht zuletzt auch durch die Bilddarstellung unterbreitete Darlegung des Themas dieses Erste, dieses Wichtigste, das man unbedingt sagen muss, ein bisschen in den Hintergrund ertreten lassen. Vielleicht würde ich beim nächsten Mal, Herr Kollege, sofort sagen, ich habe mich einem Bauwerk gewidmet, das aus diesem Grund, weil es so ungewöhnlich in seiner statischen, in seiner konstruktiven, in seiner ästhetischen Erscheinung ist, dass es lohnt, sich dem zu widmen, dass es lohnt, es zu erhalten, weil es etwas erstmalig gezeigt hat und dass es lohnt, vielleicht wieder auf die ursprünglichen Intentionen zurückzugehen. So ein Gebäude ist Teil des kulturellen Erbes in unserem Land. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, das wirklich am Anfang herauszuarbeiten, warum das ist, wie wir damit umgehen. Ich bin, das wissen ohnehin viele, ein großer Fan des deutschen Soziologen Hartmut Rosa und vor allem seines Hauptwerks Resonanz. Die Resonanz spielt sich ja nicht nur in Beziehungen zwischen Menschen ab, sondern auch
von Menschen zu Objekten, von Menschen zu Gebäuden. Und genau diese Frage eben, was war damals so innovativ, aber was hat uns dieses Gebäude auch heute zu sagen als Teil dieses kulturellen Erbes? Aber wie kann man auch wieder dieses Verhältnis herstellen? Das heißt, wie kann man sicherstellen mit dem Denkmalschutz, dass dieses Gebäude heute auch zu uns spricht, mit der Vielfalt seiner Bedeutungen? Ich komme zum nächsten Pitch schon. Wie konnte Manes, eine eher unbekannte tschechische Künstlervereinigung, im Jahr 1902 die größte Retrospektive Auguste Rodins veranstalten und 3 Jahre später die umfangreichste Ausstellung von Edvard Munch? Genau diese Fragen beantworte ich in meiner Arbeit. Jedes Überblickswerk zur modernen Kunst widmet sich der Wiener Sezession und Wiener Kunst um 1900. Manes wäre nicht erfreut. Mehr als 100 Jahre nach seiner Gründung leidet die Forschung unter denselben Gebrechen wie damals. Die Kunstzentren erhalten unverhältnismäßige Aufmerksamkeit. Ich drehe den Spieß um und untersuche, wie ein neu gegründeter Verein voller junger Künstler die Ausstellungstätigkeit dazu nutzte, um innerhalb weniger Jahre zum Führer der böhmischen Kunstszene zu werden und sogar internationale Beachtung zu erlangen. Dafür kombiniere ich die quantitative Methode, also die Daten aus den Ausstellungskatalogen, mit der qualitativen. Neben der Vereinszeitschrift von Manes sind besonders die zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften aus dieser Zeit relevant. Ich fand auch sehr viele relevante, bisher unpublizierte Archivquellen, und zwar nicht nur in Tschechien, sondern auch in Österreich, Deutschland, Kroatien, Frankreich, Russland oder den USA. Zu Beginn wollte sich Manes vor allem von anderen Künstlervereinigungen abgrenzen. Er stellte wenige Kunstwerke aus, es gab anspruchsvolle Ausstellungsplakate und Kataloge, aufwendiges Ausstellungsdesign und die strenge Jury bestand nur aus Künstlern. Diese Innovationen wurden von den Kritikern besonders gelobt, was zu Manes' Stärkung in Böhmen beitrug. Ich gebe ein konkreteres Beispiel. Die Datenanalyse zeigte, dass Manes keinen einzigen österreichischen Künstler zu sich eingeladen hat. Die Franzosen bildeten hier eine klare Mehrheit. Das zeigt, dass Manes nicht nur rein künstlerisch, sondern auch politisch motiviert gewesen ist. Es war die Zeit der nationalen Wiedergeburt und Entwicklung engerer Beziehungen zu Frankreich. Manes nutzte diese positive Einstellung insbesondere während der Rodin-Ausstellung und erhob diese zu einer gesamtgesellschaftlichen Inszenierung. Die Organisation wurde durch eine eigene politische Delegation in Frankreich erleichtert, Rodin wurde sehr feierlich von den Politikern empfangen und sie erlaubten Manes als einzige tschechische Künstlervereinigung einen eigenen Ausstellungspavillon zu bauen. In der heutigen Zeit der Identitätspolitik ist die Untersuchung der Beziehungen zur Kunst wieder sehr interessant. Auf dem internationalen Boden nutzte Manes die enge Beziehung zum Wiener Hagenbund. Die Verwendung solcher Netzwerkanalysen ist heute besonders wichtig, um die bisher übersehenen Künstler in eine Vernetzungsgeschichte einzugliedern und somit dieses lineare, kanonische und bereits veraltete Verständnis der Kunstgeschichte aufzubrechen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin gespannt, ob Sie die skizzierten Probleme der jetzigen Kunstgeschichte gleich wie ich sehen. Ich fand es gut. Mich hat überrascht ein bisschen, dass man nicht noch mehr gesehen hat. Ich fand auf der anderen Seite die Illustrationen ganz mal erfrischend. Vom Thema her finde ich es sehr wichtig. Mir ist nicht ganz klar geworden, inwieweit wirklich Vergleiche mit anderen Künstlervereinigungen dieser Zeit hergestellt werden. Diese Vergleiche sind ganz, ganz wichtig. Welche Relevanz hat das für das Ausstellungsmachen eben auch dieser Künstlervereinigung und vieles mehr? Das ist mir vielleicht noch nicht ganz klar geworden, inwieweit das in der Arbeit vorkommt, wie ausführlich das auch behandelt wird. Und eine andere Frage noch, wenn eine Künstlervereinigung oder auch ein Künstler, Künstlerin wenig bekannt ist, hat das ja oft auch interessante Gründe. In Wien haben wir die Wiener Sezession, wir haben Hevesi und so weiter. Die haben natürlich eine viel stärkere Position wie Kritiker in Tschechien, in Böhmen zu der Zeit. Schon alleine durch die Sprache, dass sie viel mehr Öffentlichkeit erreichen können. Auf der anderen Seite, Manes wollte sich eben gegen das Deutsche abgrenzen und wollte tschechische Kunst an sich mal etablieren, weil es sie davor eigentlich nicht wirklich gab. Zu der Wiener Sezession, natürlich ist es ein sehr wichtiges Thema. Es kommt natürlich auch vor, also Manes, die tschechische Künstlervereinigung, hat sich natürlich zu einem gewissen Teil an die Sezession orientiert. Da ist dann natürlich auch die Beziehung zwischen Prag und Wien, Tschechien und Österreich zu dieser Zeit besonders spannend, weil Wien und die Wiener sehr oft beschimpft werden. Also ich kann nicht genug unterstreichen, wie großartig ich finde,
dass man dieses Thema aufgegriffen hat. Denn tatsächlich steht Habsburger Monarchie, in der Donaumonarchie, alles im Schatten der Wiener Sezession. Dass es in Laibach, in Budapest, in Prag, in Warschau ganz wichtige Kunstzentren gegeben hat, ist verschüttet worden durch die Geschichte. Das ist jetzt fast ein bisschen die Antwort, die ich geben würde, warum man sie weniger kennt als andere Bewegungen. Das liegt, glaube ich, nicht in der Sprache. Der wahre Grund ist vermutlich der Lauf der Geschichte. Das sind die 30er Jahre. Das ist das Dritte Reich und dann natürlich vor allem das Abgeschnittensein in der Zeit, in der das Wien um 1900 entdeckt worden ist, vom gesamten Kunst- und Ausstellungsgeschehen. Ich habe herzliche Gratulation zu diesem Thema, zu diesem Mut, das aufzugreifen. Frau Kollegin, ob Sie wirklich dann mit der Strategie, uns das in einer Weise beizubringen, dass mein Sohn, 17 Jahre alt ist, sich darüber sehr gefreut hätte und es witzig gefunden hätte, das weiß ich jetzt nicht. Da hätte ich vermutlich ähnlich mein Freund Christoph Thun Hohenstein bevorzugt, das ein oder andere Bild zu sehen, das Ausstellungseinblicke gibt, das uns die wesentlichen Kubisten in der Architektur, in der bildenden Kunst, im Design, die haben, das hätte uns vielleicht ein besseres Bild von Manes gegeben. Aber ich gratuliere Ihnen zu dem Thema und wie Sie es dargelegt haben verbal, war sehr, sehr überzeugend. Mir hat sehr gut gefallen, dass Sie sozusagen mir gut erklären konnten, was Ihre Forschungsfrage ist, was sozusagen Ihr Interesse ist. Die Frage Zentrum, Provinz ist angeschnitten worden, dass Sie ganz klar gemacht haben, wie Ihre Methoden sind. Und weil für mich sozusagen als Arbeitgeber ist das Thema zwar interessant und wichtig, aber mindestens ebenso wichtig ist es zu sehen, wie jemand sich zu einem Ergebnis vorarbeitet und welche Methoden er benutzt und verwendet. Und zum Vortrag selbst möchte ich mich auch noch anschließen. Auch das war sehr klar und sehr gut. Vielen Dank jedenfalls. Francesco Borrominis Zeichnungen sind oft ein ziemliches Geschmiere. Oder sagen wir vielleicht besser, sie weisen zahlreiche Operationen grafischer Überlagerung auf. Viele davon haben mit dem zu tun, was ich synoptische Projektion nennen möchte. Was ist das? Schauen wir uns einen Entwurf für Borrominis erstes großes Projekt, die Klosteranlage von San Carlo alle Quattro Fontane, an. Auf den ersten Blick fällt uns wahrscheinlich dieser Bereich hier unten auf, wo das Kirchengebäude geplant wird. Ganz schön viele Schichten sind hier übereinander gezeichnet. Entscheidend ist aber offenbar nur die oberste. Alle darunter noch zu sehenden sind so etwas wie Spuren, wie Ablagerungen, die von Borrominis Versuch zurückgeblieben sind, die Grundrissfigur der Kirche festzulegen. Das Merkmal dieser Schichtungstechnik ist also Diachronizität. Nennen wir sie stratifiziertes Pentiment. Das ist vielleicht nicht sonderlich catchy, aber es ist dafür präzise. Diese Technik hat übrigens nicht wirklich viel mit Michelangelos berühmten Übereinanderzeichnungen zu tun, obwohl das in der Forschung oft angedeutet wird. Aber schweifen wir nicht ab. Um diese Art der Überlagerung geht es ja schließlich nicht. Eine synoptische Projektion befindet sich hier an einer anderen Stelle. Sie ist bloß noch so schlicht gehalten, dass sie zunächst gar nicht wirklich auffällt. Im Dormitoriumsflügel sind über das Erdgeschoss die 7 Mönchszellen des ersten Obergeschosses eingezeichnet. Es handelt sich also ebenso um Übereinanderzeichnungen. Eine Linienkonfiguration über einer anderen. Nicht aber wie beim stratifizierten Pentiment vergräbt dabei die oberste grafische Schicht die vorangegangenen. Hier schließt nichts einander aus, ganz im Gegenteil. Es geht darum, Synoptikos, das Ganze zusammenzusehen. Wichtig ist hier also Synchronizität. Gleichzeitig sehen wir mehrere Ebenen eines Baukörpers. Sie sind synoptisch übereinander projiziert. Es wirkt vielleicht etwas sonderbar, darüber so kompliziert nachzudenken. Wenn wir uns den vielen komplexeren Zeichnungen Borrominis zuwenden, werden wir aber dankbar sein, das alles auseinanderhalten zu können, zumal diese beiden Techniken darin oft auch noch ineinander verwoben auftreten. Der Borromini-Forschung sind diese Schichtungen freilich schon länger aufgefallen. Eine tiefgreifendere Analyse hat bislang aber nicht stattgefunden. Das ist vor allem insofern ein Versäumnis, als dass sich gerade anhand der synoptischen Projektion viele folgenreiche Vermutungen zu Borrominis Arbeitsweise ebenso präzisieren wie auch widerlegen lassen. Dabei geht es zum einen um die Frage, welche Rolle das Medium der Zeichnung in seiner Entwurfspraxis einnimmt und in welcher Beziehung diese zu dem anderen für Borromini zentralen Entwurfsmedium steht, nämlich dem des Wachsmodells. Die sind natürlich alle geschmolzen, in Rom war es immer schon sehr warm. Zum anderen lässt sich so aber auch besser entscheiden, wie es mit dem von der Forschung so oft vorgebrachten Vergleich mit spätgotischen Entwurfstechniken aussieht. In Wien befinden wir uns übrigens an einem idealen Ort für diese Untersuchungen.
Nicht zufällig ist die Borromini-Forschung aufs Engste mit der Stadt verbunden. Hier hat sie in den 1920er Jahren gewissermaßen ihren Ausgang genommen, was besonders auch damit zu tun hat, dass sich durch einen glücklichen Zufall der Geschichte beinahe sämtliche Borromini-Zeichnungen genau hier, nämlich in der grafischen Sammlung der Albertina, befinden. Ebenso können wir aber auch in das Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste gehen. Ich versuche ja immer hier ein wenig mitzuschreiben, um die Gedanken irgendwie zu strukturieren. Und mir derartig angenehm war, dass ich eigentlich gedacht habe, ich bin jetzt in einem Ö1-Feature. Falls es mit der Wissenschaft nichts wird, würde ich dem Kollegen empfehlen, sich doch in Richtung Radio zu entwickeln. Also ich fand die Präsentation großartig, auch weil sozusagen, weil ich verstanden habe, ein relativ komplexes, auch sehr theorielastiges Thema. Das ist ja eine gewisse Leistung und um das geht es ja auch in der heutigen Veranstaltung, dass man der komplexe Themen eben nicht in ihrer Komplexität belässt, sondern so erklärt, dass auch jemand wie ich das verstehen kann. Und ich fand auch diesen Hang zur Selbstironie, der den sozusagen wissenschaftlichen Jargon auch ein wenig karikiert, das fand ich auch recht sympathisch. Also vielen Dank dafür. Ja, danke. Ich kann mich da anschließen. Es war extrem professionell, wirklich gut gemacht. Das Spannende für mich war, gesehen von Borromini, dass es wirklich darum geht, auch quasi den künstlerischen Entstehungsprozess genau zu analysieren. Etwas salopp formuliert, ins Kreativitätszentrum eines bedeutenden, herausragenden, architekturschaffenden Künstlers hineinzuschauen. Es ist, glaube ich, eine wirklich hochinteressante Arbeit und es ist schön, dass da auch aus Wien zu diesem Thema so ein spannender Input kommt. Ja, Herr Tischlein, uneingeschränkte Gratulation. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den Atlas Strosch natürlich oft durchgesehen. Wann immer ich die Zeichnungen von Borromini bei uns angesehen habe, habe ich in diesem Zusammenhang verstanden, warum diese Zeichnungen sich in der grafischen Sammlung befinden und nicht in unserer Architektursammlung mehr. Es hat nicht nur mit der Provenienz zu tun, sondern auch damit, dass es gerade dieser Atlas Strosch war, der die Autonomie, die ästhetische Autonomie der Architekturzeichnung anhand der Borromini-Zeichnungen so klar gemacht hat, dass man diese Spezialsammlung der Architekturkollektion dann gar nicht genützt hat, um ihn zu übernehmen. Was mir ausgezeichnet gefallen hat, dass sie diese prima vista nicht leicht verständlichen Zeichnungen abgehoben haben von einem Palimpsest. Ich gratuliere, dass sie all diese Aspekte in aller Kürze gezeigt haben und dankenswerterweise ihre Worte so illustriert haben, dass möglicherweise auch derjenige, der den Atlas Strosch nicht oft in der Hand hat und die Zeichnungen genau kennt, eine Vorstellung hat, wovon sie überhaupt geredet haben, weil es entsprechend adäquat bebildert war. Herzliche Gratulation. Vielen Dank, dass Sie das auch von dem Palimpsest getrennt haben. Darum, dieser Frage habe ich mich auch natürlich länger angenommen und da habe ich mit dem Professor Schütze sogar schon mal ein Gespräch gehabt. Die Borromini-Forschung ist ja nicht nur in Wien geboren worden, sondern auch das letzte Standardwerk ist eigentlich hier entstanden, in der Albertina vom Richard Dösel. Und das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her. Es ist irgendwie schön, da kann man wieder was machen, da kann ich dazu verschreiben und da kann man vielleicht auch irgendwann wieder mal eine Ausstellung darüber machen. Da hat sich wahrscheinlich seit damals auch in der Auseinandersetzung mit Architekturzeichnung methodisch einiges verändert, weg von diesem Architekturzeichnung als bauhistorische Dokumente aufzufassen, was natürlich immer noch wichtig ist. Es wurde doch seitdem, seit den 80ern, da haben sich so einige Schienen aufgetan, das in einem breiteren technischen Diskurs irgendwie zu verorten. Und das ist schön, dass es da auch in diesen alten Dingern noch viel Neues dann immer wieder zu sagen gibt, weil sich die ganze Forschung selbst immer wieder aktualisiert. Ist es der Pitch von Lucie Pia? Eine zentrale Frage, welche der Künstler über den Verweis und das Aufgreifen juristischer Strukturen stellt, ist, inwiefern Restitutionspolitik als dekoloniale Praxis in einem auf Ungleichheit basierenden legal-ökonomischen System überhaupt denken kann. Diese Frage greife auch ich in meiner Masterarbeit auf, um Rowlands Praxis kritisch zu verorten. Da es noch wenig Sekundärliteratur zu seiner Praxis gibt, besteht der erste Teil meiner Arbeit in der Analyse der spezifischen Methodologie seiner künstlerischen Praxis. Dazu greife ich unter anderem auf Interviews zurück, die ich mit dem Künstler führe, sowie auf Theorien der Critical Race Studies. Im zweiten Teil kontextualisiere ich die Werkstrategien sowohl in der Tradition der Institutionskritik als auch in aktuellen politischen Diskursen. Typisch ist für Rowland der Einsatz von Readymades, welche nicht verkauft, sondern vermietet und stets von Captions begleitet werden. Diese verweisen auf die Provenienz der Objekte, sei es über Angaben zu ihren Produktionsbedingungen
oder ihre früheren Besitzer. So funktionieren die Readymades als indexikalische Verweise auf gegenwärtige Strukturen der Enteignung und Entrechtung. Im Artist Space 2016 verweisen sie auf die fortwährende Existenz von Zwangsarbeit in der US-Gefängnisindustrie, während sie im MoCA 2018 Zwangsenteignung durch die Polizei zur Finanzierung der Strafverfolgung bezeugten. Daneben greift Rowland die Infrastruktur der Ausstellungsorte auf und nutzt diese, um sie an bereits bestehende juristische Bestrebungen von Reparationszahlungen zu knüpfen. In der Arbeit Disgorgement 2016 wird ein Teil des Ausstellungsbudgets eingesetzt, um einen Trust Fund zu gründen und Aktien einer Versicherungsgesellschaft, welches hohes Kapital aus der Sklavenversicherung geschlagen hat, anzukaufen. Sie werden so lange eingefroren, bis ein seit den 1980er Jahren vom Kongress abgelehntes Gesetz, welches Reparationszahlungen vorschlägt, angenommen wird. Bis dahin existiert das Werk als Index für die Wertsteigerung der Aktien, das sich fortlaufend akkumulierende Kapital, sprich das Unternehmenswachstum. Somit kann auch eine Sichtbarkeit für weitere Akteure entstehen, welche zwar nicht direkt an der Sklavenökonomie beteiligt waren, jedoch über den Ankauf solcher Aktien vom Sklavenhandel profitieren konnten. Dieses Werk, welches primär aus juristischen Verträgen besteht, existiert in verschiedenen Institutionen gleichzeitig und ist nicht mehr an eine spezifische Lokalität gebunden. Dadurch lässt sich veranschaulichen, inwiefern Rowland operative Prozesse des Kunstfeldes zur Disposition stellt und tradierte Strategien der Institutionskritik, wie zum Beispiel die kritisch-reflexive Ortsspezifität, neu denkt. Anstelle der Lokalität wird die Infrastruktur in den Fokus gerückt. Die Ausstellungsinstitutionen werden als Kreditgeber Teilhaber des Werkes, ohne einen Eigentumsanspruch an diese zu haben. So ergeben sich für Institutionen neue Aufgaben, zum Beispiel im Hinblick auf den Konservierungsauftrag ihrer Sammlungen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich kann das machen als Einstieg. Ich glaube, es ist uns allen bewusst geworden, dass es ein sehr komplexes Thema ist und ich finde es sehr gut und es war, glaube ich, ein sehr klarer Vortrag, sich dieser Themenstellung in einer Arbeit anzunehmen. Ich glaube, das ist ein völlig anderer Ansatz, wie der sonst sehr oft der Fall ist, also hier wirklich in direkten Kontakten auch Inhalte einer solchen Arbeit zu entwickeln. Und immer wieder wird mir bewusst, auch weil wir viele Orte der Kunst besuchen, wenn wir in Los Angeles sind oder natürlich auch in New York, wie erstaunlich wenig diese Themen auch durchgearbeitet sind. Das Aufgreifen eines Themas ist wahrscheinlich eine der vielen Belegstellen für die Kommentarbedürftigkeit von Gegenwartskunst. Das zu machen ist ein Verdienst für sich. Auch das Darlegen, dass prima vista, wenn man in einer Cameron Rowlands Ausstellung ist, hat man sofort das Gefühl, es geht um ortsspezifische Kunst. Hier werden Readymades gesehen und das zu einem völligen Missverständnis führt, weil das vollkommen falsch ist. Es geht um eine Institutionskritik. Das ist sicher aus Ihrem Vortrag hervorgegangen. Die Frage der mangelnden Anschaulichkeit ohne dieses theoretische Fundament, das haben Sie schön hervorgearbeitet. Vielleicht darf ich Ihnen eine Anregung geben. Ich schlüpfe kurz in das Kleid eines sehr interessierten Laien, dann würde ich raten, dass Sie nicht vorlesen. Und ich gebe Ihnen noch einen Rat, wenn Sie etwas, so wie Sie es gemacht haben, ausgezeichnet, theoretisch fundiert verbalisieren, dann brauche ich diesen selben Text nicht noch einmal lesen im Inhaltsverzeichnis. Dass man bei Ihnen bleibt, Ihnen zuhört, Sie ansieht, Ihre Gedanken folgt und nicht dem, was da vor einem liegt. Und Sie hatten sehr viel zu sagen. Gratulation zu Ihrer inhaltlich gewichtigen Darlegung von Rowlands Werk. Die Präsentation schriftlich nicht das wiederholen soll, was sozusagen die Vortragende mündlich bringt, das würde ich auch nochmal unterstreichen wollen. Das ist mir auch bei den anderen Präsentationen vom Thema her, Restitution interessiert mich auch persönlich stark, weil ich ja lange administrativer Leiter der Kommission für Provenienzforschung war. Und da ging es zwar um NS-Raubkunst, die in unseren Bundesmuseen nach wie vor ist oder damals war, aber es ist sozusagen spannend zu sehen, wie sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts in die Objekte einschreibt und was sozusagen dann die Rückgabe von Objekten oder Diskurs um Objekte bei den entsprechenden Gruppen sozusagen auslösen kann. Deswegen Gratulation auch zum Thema. Ich würde dazu gerne ergänzen, dass es für mich eben auch eine Relevanz hat,
obwohl ich komme aus der Schweiz und da gibt es ja keine direkte Beteiligung an der Sklavenökonomie, aber zum Beispiel eben durch solche Arbeiten wird einem bewusst, inwiefern dass der Staat durch Ankäufe von solchen Aktien profitieren konnte. Und dazu wird im Moment sehr viel Forschung betrieben. Deswegen finde ich, glaube ich, auch Rowlands Arbeit besonders interessant, weil er eben es schafft, so partikuläre Strukturen aufzuzeigen und gleichzeitig diese eben an eine Infrastruktur zu knüpfen, die wiederum eine globale Beteiligung an diesen Ungleichheiten zeigt. Vielen Dank. Damit können wir den Set 1 beschließen. Diskussionsrunde zum Thema Berufseinstieg von Jungakademikerinnen und Jungakademikern. Das heißt, welche Möglichkeiten Sie haben, dass Studierende, Absolventinnen und Absolventen bei Ihnen arbeiten? Die Anforderungen, die wir an Kunsthistoriker stellen, sind sehr unterschiedlich. Es ist jedem klar, und das brauche ich nicht länger ausführen, dass wir, wenn wir einen Kurator für niederländische Kunst suchen, für die klassische Moderne, dass wir bestimmte Sprachkompetenzen voraussetzen, dass jemand die Forschungsliteratur zu diesen Gebieten lesen kann. Aber wichtig dabei ist man, dass jemand ein selbstständiges Denken hat, selbstständig Probleme sieht und Projekte aus einem Material entwickeln kann. Und wenn ich feststelle, dass das jemand kann und hier eine große Offenheit hat, einen weiten Horizont, dann spielt mir keine Rolle, ob man ein Fachmann ist, Experte. Denn tatsächlich gehe ich davon aus, dass jemand, der in der Albertina beginnt, die nächsten Jahrzehnte vielleicht hier verbringt. Und daher, wenn die entsprechende persönliche Qualifikation gegeben ist, die Kommunikationsfähigkeit, das Verhandlungsgeschick, internationales Auftreten gewährleistet ist, es ist mir wichtiger zu erkennen, wie gut ist jemand, wie innovativ, wie fantasievoll, wie verhandlungssicher ist jemand auf seinem Gebiet, wenn ich ihn nicht einsetzen kann, weil diese Position ganz einfach besetzt ist. Und ein ganz anderes Beispiel wären die Kunsthistoriker in den Sammlungsdiensten. Da suche ich immer Buchhalter oder Lektoren, wenn Sie so wollen. Persönlichkeiten, denen es darauf ankommt, dass ein Beistrichfehler nicht passieren darf, ein Beistrich unmöglich ist, ein Cent, der fehlt in der Buchhaltung, in der Bilanz, unmöglich ist, dem muss nachgegangen werden. Aber wenn jemand die Sammlungsdienste, die Sammlungsverwaltung, die Digitalisierung übernimmt, dann kommt es auf jeden Beistrich, auf jeden Punkt an. Und das ist ein anderes Charakterbild, das man hier erwartet. Und die Vorstellung, dass das kunsthistorische Studium mit seiner Wissensvermittlung, mit seinem methodischen Instrumentarium einen vorbereitet auf die Arbeit, ist nur zum Teil richtig. Wie Sie jetzt gemerkt haben, wird sie ergänzt durch Fragen der Persönlichkeit. Wofür ist ein bestimmter Kunsthistoriker überhaupt geeignet und eingesetzt? Also wir sehen die kunsthistorische Ausbildung als eine wichtige Voraussetzung, aber bei weitem nicht als die einzige als Arbeitgeber. Wir haben auch einen großen Akademikeranteil, 40% Akademikerquote. Wir haben, ja, worauf kommt es uns an? Auf ganzheitliches, spartenübergreifendes und ganzheitliches Denken, weil wir eben ein Mehrspartenmuseum sind, das eben wirklich auch versucht, dieses Gespräch der Künste hier neu zu beleben. Und da muss die Bereitschaft aller, die bei uns arbeiten, da sein, sozusagen über den eigenen Tellerrand der eigenen Sparte hinauszuschauen. Das ist der wichtige Punkt. Zweitens kunstgeschichtlich. Kunstgeschichte ist wichtig, aber gleichzeitig ist alles bei uns auch zeitgenössisch. Also jeder Materialbereich in der Sammlung hat historische Aspekte, ist aber immer auch zeitgenössisch, dass man diese Verbindungen herstellen kann, was früher war, was ist davon interessant für heute. Und letzter Punkt, das digitale Museum. Wir sind jetzt in einem Stadium, wo die Digitalisierung ein Dauerbestandteil des Museumsauftrittes ist, mit entsprechendem kunsthistorischen Wissen viel einbringen zu können. Wir haben 193 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind in etwa die Hälfte Akademiker. Wir beschäftigen Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker, Juristinnen, Archäologen. Und natürlich gibt es auch einen sozusagen Verwaltungsbereich. Vielleicht ist es so anschaulich, wenn ich es an unseren Kernprozessen versuche auszudifferenzieren. Das Bundesdenkmalamt stellt bestimmte Objekte, die von künstlerischer, kultureller oder geschichtlicher Bedeutung sind, unter Schutz. Und wenn sie unter Schutz sind, kümmert sie sich um die Veränderungen dieser Objekte. Um das tun zu können, brauchen wir sozusagen Leute, die im gesamten Bundesgebiet tätig sind. Das verlangt neben einer soliden kunsthistorischen Ausbildung auch eine Fähigkeit zum Dialog, die Fähigkeit in einer
nicht immer ganz leichten Situation mit dem Eigentümer, mit verschiedenen Interessensgruppen ein Auskommen zu finden, auch seine Position stark zu vertreten. Auf der anderen Seite gibt es noch einen eher theoretisch orientierten Aspekt unserer Arbeit. Das wäre der Bereich der Unterschutzstellung. Hier wird durch Gutachterinnen und Gutachter werden Objekte definiert, analysiert, erfasst und dann eben wird ein Gutachten verfasst. Das heißt, wir haben einen sehr praxisorientierten Zugang in der Baudenkmalpflege. Wir haben einen eher theoretischen in der sozusagen Frage der Unterschutzstellung. Bitte lassen Sie sich ja nicht entmutigen. Es ist grauenhaft, was wir im Augenblick erleben. Aber in der Geschichte und vor der Geschichte und vor der Geschichte der Museen ist dieses Covid-19-Virus ein Wimpernschlag. Das ist in keiner Weise gravierend nachhaltig die Gesellschaft meines Erachtens und mit Sicherheit nicht die Museen ändern wird. Es gibt ganz andere Treibriemen, die die Museen verändern. Die Frage der Einsparung, die im heurigen Jahr und wahrscheinlich auch noch im ersten halben Jahr des nächsten Jahres gravierend ist, mag kurz ein Sandgetriebe bringen, aber nicht von nachhaltiger, zerstörerischen Kraft sein. Und lassen Sie mich auch noch eines hinzufügen zu dem, was ich gesagt habe, weil ich nicht ausgeführt habe, welche Stellen man in der grafischen Sammlung, in der Architektursammlung, in der klassischen, modernen, in der zeitgenössischen Kunst. Ich will alle, die hier zuhören oder zusehen, ermutigen, sich zu bewerben. Es spielt keine Rolle, womit Sie Ihre Arbeit abgeschlossen haben, den Bachelor, den Magister, das Doktorat, auf welchem Gebiet. Wenn die Persönlichkeit, die Neugierde stimmt, das Profil, das man für eine bestimmte Stelle braucht, dann mag sich etwas finden als Praktikantenstelle, als Assistenzkurator, als Kurator am Ende des Tages, als Chefkurator, als Generalsekretär der Albertina, das überhaupt nicht angelegt war mit seinem Doktoratsstudium, mit seiner Bachelorarbeit, mit seiner Magisterarbeit. Lassen Sie sich ja nicht entmutigen von einer Pandemie, aber auch nicht einschränken in Ihrer Fantasie und in den Möglichkeiten, die sich auftun in Ihrem Berufsleben, durch eine sehr spezifische, enge Fragestellung. Lassen Sie sich nicht einschränken durch das, was Sie gelernt haben auf der Universität. Da sind Sie hoffentlich hervorragend vorbereitet worden, methodisch. Sie haben eine Persönlichkeit ausgebildet und werden dann ein weites Feld vorfinden, das breiter ist, als Sie sich vermutlich im Augenblick vergegenwärtigen können. Die Pandemie wird Sie nicht bremsen. Also ich vermeide immer das Wort Lost Generation, weil ich finde, es ist die eine Frage ist, wann findet man wirklich einen Job? Und das kann ein bisschen länger dauern als in Normalzeiten. Aber es ist auch die Frage, was macht man mit seiner Zeit bis dahin? Da gibt es viele Möglichkeiten. Alles hilft, was die eigene Neugier auch sieht. Ich würde wirklich allen sagen, nützt eure Zeit, bereitet euch vor und bewerbt euch natürlich. Weil es ist immer gut, wenn man auch Namen von Interesse weiß. Auch wenn man sagt, jetzt ist gerade kein Job frei. Es entstehen dann doch sehr oft wieder neue Openings, wo nachbesetzt werden muss. Also einfach bewerben, am Ball bleiben, aber sich auch ständig weiterbilden, die Zeit nützen. Wir haben ja jetzt ein Corona-Jahr fast hinter uns. Und es ist nicht so, dass wir, was unsere Prozesse betrifft, was unseren Budgetvollzug betrifft, was unsere Förderpraxis betrifft, einen wesentlichen Unterschied zum Jahr 2019 feststellen können. Projekte werden weiterentwickelt, die Bauwirtschaft steht nicht. Wir haben ständig zu tun mit Veränderungsanträgen. Das heißt, gerade in unserem Bereich ist überhaupt kein Stillstand zu bemerken. Deswegen würde ich mich dem sehr positiven Bezug meiner beiden Vorredner durchaus anschließen. Das heißt, alle drei Arbeitgeber wollen Mut machen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei diesen drei Persönlichkeiten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Pitcherinnen und Pitchern. Gratulation, toll gemacht. Danke Ihnen. Danke vielmals.